Der zu dir? Nur vorübergehend. Wie immer. Weißt du, komm sofort. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir sind heute wieder in der Geschichte mit Connor und Hank. Eigentlich hatte ich was anderes gedacht, aber okay. Passt schon. Wir steigen mal aus. Hey, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. So. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Wir scannen den Kollegen mal. Oder wir scannen überhaupt mal die Umgebung hier. Schau mal hier. Liefert Limit zu den Lizenz. Lizenz abgelaufen. 20.05.2031. Erneuerung abgelehnt. 24.07.2031. Also das Ding ist quasi seit einem guten halben Jahr abgelaufen. Also eigentlich hätte dieser Wagen gar nicht erst in Betrieb genommen werden dürfen. Ganz böse Sache. Jo. Gut, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Abda Pedro, geborener am 25.01.2005, also knapp 33 Jahre alt, Entschuldigung. Arbeitslos, vorbestraft, illegales Glücksspiel, Betrug. Ja, super. Sehr vertrauenswürdig, der Kollege. Was haben wir hier? Oder wen haben wir hier? Der Kollege heißt Gary Case, geborener 3.12.88, also der ist schon ein paar Jährchen älter. Jetzt 50. Geschäftsinhaber, vorbestraft, Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnungen. Ja, welche eine Überraschung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das auch hat. Naja, wie immer sei. Das ist wahrscheinlich Hank Anderson. Geborener 6.9.85 im Polizeileutnant, Vorstrafe. Natürlich keine. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut. Hey, du wirst nicht bereuen. Ja, ja, klar. Mich eine Überraschung. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Nö. Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Doch. Da wir jetzt Partner sind, wäre es für die Arbeit als Team bestimmt sinnvoll, sich besser kennenzulernen. Na, schauen wir mal, ne? Wir sind keine Partner. Doch. Ich bin ein Mensch und du eine Maschine. Und jetzt? Also erspar mir das Freundschaftsscheißprogramm, okay? Das scheint echt Probleme mit uns zu haben. Na, hoffentlich kriegen wir das irgendwie noch hin. Bitte sehr. Was scannen wir? Müssen wir denn da scannen? Den Kaffee? Nee, es ist eine Limonade, es ist kein Kaffee. 710 Kalorien, Zucker, 584 Gramm Kohlensäure, haltig, Ananas, Passionsfrucht. Naja. Wäre was für mich, aber naja. Und dann haben wir hier noch einen Burger, glaube ich. Ja, es ist ein Hamburger, 1680 Kilokalorien, Fett, 36 Gramm, Kohlenhydrate, 53 Gramm, Wasser 53% und Salz 2,2 Gramm. Ah, danke, Gary. Ich verhungere mich. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Aufpassen, Kollege. Komm, dann gehen wir mal hinterher. Siehst du. Müssen Androiden eigentlich überhaupt essen? Gut, Hunger. Guten Appetit. Danke. Ich will Sie nicht beunruhigen, Lieutenant. Aber bei Ihren Freunden scheint nicht alles legal zuzugehen. Nicht wirklich, ne? Das muss halt jeder sehen, wo er bleibt. Solange Sie niemanden verletzen, lasse ich Sie machen. Er ist angespannt. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Das würde ich auch gerne wissen. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Ja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Er hat Probleme mit Sarkasmus, glaube ich. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory. Der hat nämlich auch einmal von seinen Problemen damit gehabt.
Abweichler. Wir erfahren, was wir über Abweichler wissen. Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Mhm. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Ja. Ganz am Anfang der Story. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Wahrheit. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Ich weiß, dass Sie ein erfahrener Polizist sind. Psychologisch. Und hätte gerne Ihr Vertrauen. Ich bin sicher, dass wir den Fall lösen, wenn wir beide zusammenarbeiten. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Bitte. Deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein. Der ist auf der anderen Seite. Der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Ja, oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Und analysieren. Hey, hast du vorhin im Aufzug? Federn, kühl mir lieber eine Felsentaube. Hast du den Bericht abgeschickt? Du durchschließen deine Augen? Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Moment. So. Wir gehen nochmal einmal kurz abklopfen. So, warte, dass jemand da ist. Ist jemand zu Hause? Aufmachen. Detroit Police! Was? Bleib hinter mir. Verstanden. Da scheint irgendwas passiert zu sein. Jetzt will ich aber wissen, was da los ist. Ups. Alter, ja, was geht ab, ja? Okay, untersuche das Partner. Was haben wir jetzt gerade hier bekommen? Moment, da ist auch was. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist. Ja, unser Mann ist weg. So, alle Hinweise analysiert. Dies müssen wir auf jeden Fall noch machen. Poste eine Urban Farm. Fällt am Herzen der Stadt, 265 Acre Avenue, Detroit. Als Meldung. Okay. Dann müssen wir noch einen zweiten Teil aktualisieren. Moment. Q.
guck gerade, ob er noch was aktuell. Moment, hier oben muss irgendwas sein. Die Posterecke. 100% Recyclingpapier, kürzlich bewegt. Also ist das Poster quasi, oder wurde zumindest versucht abzureißen, beziehungsweise dran zu kleben, vermutlich. Also eins von beiden. Scheiße. Gut, wir müssen. Also müssen wir es entfernen. Ein Riss in der Wand, nehmen wir. Was ist dahinter? Durchsuchen. Welche Datensätze oder was auch immer, was ist denn das überhaupt genau? Also ich verstehe die nichts, was da wirklich drin steht. Ich weiß nicht. Okay. Eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Okay, erzähl die Wahrheit. Entschuldigung. Ja, wir mal den Kühlschrank. Ich will gar nicht wissen, aber. Na, was haben wir denn da drin? Der Verdächtige isst nichts. Also könnte ein Abweichler sein. Das könnte ein Abweichler sein. Also ein Android. Geh mal weg, Farbe. Was haben wir hier? Welche versorgt wilde Tiere? Vogelfutter? Das könnte auch die Tauben erklären. Was wollen wir hier anschauen? Militärjacke, Secondhand Initialen RT, 90% von Baumwolle. Das habe ich. Vermutlich Initialen. Welche Überraschung? Er hat seine Initialen auf der Jacke. So was machen Mütter für ihre Erstklässler. Ja gut, wenn es eine Jacke ist, haben die auch ihre Initialen. Beziehungsweise manchmal ist es ihr Nachnamen auf dem Dings drauf. Haben wir hier? Eine Bankkarte? Nee, Führerschein. Rupert Travis. Der Führerschein ist gefälscht. Okay. Hat einen gefälschten Ausweis benutzt. Scheiße, ich hasse diese. Ja, ich hasse die Viecher auch. Heute machen wir immer noch was übersehen, weil wir müssen nämlich in den Raum durch. Ja, ja, schon klar. Dass der Verdächtige ein Abweichler ist. Gut, das ist natürlich. Das sollte schon klar sein. Das sind interessante Sachen hier, ne? Warte mal. Was haben wir hier? Und jetzt ist Hank selber, okay. Wir sind wieder in dem Raum. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. Was haben wir hier? Du hast keinen blassen Schimmer, wovon ich rede. Eine LED. Biokomponente 9301. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Blaues Blut. Also es ist ein Abweichler. Damit, das wissen wir jetzt definitiv. Was haben wir hier noch zum Gucken? Irgendwelche. Ja, irgendwelche Kritzeleien. RA9. Die Frage ist, was hat das zu bedeuten? Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Krass. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Ja, zwanghaftes Schreiben. Das kennen wir ja mittlerweile. So, den Hinweis aktualisieren. Ein Holzhocker, kürzlich umgestoßene Spuren von Vogelfäkalien. Über der Menge an Vögeln in der Wohnung bleibt das natürlich nicht aus. Was haben wir hier? Und ein geöffneter Textmarke, noch feucht, kürzlich benutzt, Farbe Mitternacht, schwarz.
Gut, es könnte was mit Schwarzlicht zu tun haben. Achso, das wissen wir. Stimmt, wir müssen ja das ganze Ding noch synchronisieren. Zack. Die ist nicht ganz vollständig. Aber das würde ich sagen. Gucken wir uns in der nächsten Folge an bei Let's Play Detroit Become Human. Und dann, ja. Schauen wir das zu Ende. Bis dahin und tschüss.